Herzlich willkommen zu diesem Video. Es handelt sich diesmal nicht um ein Let's Play von mir, sondern um ein Projekt der Sims YouTuber Community mit Herz. Im besten Fall wird es eine Love Story, passend zum Valentinstag. In der letzten Mitmachaktion konnten Sims erstellt werden, jeweils ein Mann und eine Frau. Diese wurden dann beim Zocker der gewürfelt und den YouTubern zugeteilt. Jetzt muss jeder versuchen, zwei völlig fremde Sims miteinander zu verkuppeln. Ist doch leicht, oder? Das dachte ich mir zuerst auch. Ich habe mir die schönsten Szenarien ausgedacht, wie ich die beiden zusammenbringen möchte. Dann fing ich an zu spielen und stolperte über ein paar Hindernisse. Ja, unser guter Martin Müller, erstellt von Scanny, ist auf den ersten Blick ein sympathischer, hübscher Sim. Seine Merkmale sind laktoseintolerant, was mir beim Spielen die ein oder anderen Verdauungsprobleme mit ihm eingebracht hat, Genießer, sprunghaft und verführerisch. Also, er lässt sich sicherlich gut verkuppeln, oder? Dann stolperte ich noch über sein Bestreben. Er ist Serienromantiker, wie gemein. Na gut, ich krieg das schon hin. Schauen wir mal seine Herzensdame an. Isabella May, erstellt von Venomolus World oder auch Sonny Venomolus. Eine wirklich süße Simmin. Ihre Merkmale sind romantisch, liebt die Natur, kreativ und verführerisch. Mit diesem Kopftuch wirkt sie recht unschuldig und ich habe sie gleich als einen Charakter eingeordnet, der gerne gärtnert und auf dem Land lebt. Oh ja, es braute sich eine hervorragende Story in meinem Kopf zusammen. Doch dann, auch sie ist eine Serienromantikerin. Hey, ihr seid so gemein. Na gut, das wird eine Herausforderung. Machen wir uns an die Arbeit. Martin lebt in San Myshuno in einem der teuersten Apartments der Stadt. Er kommt aus sehr gutem Hause und war auf den besten Schulen. Kochen war schon immer seine Leidenschaft und so machte er diese zum Beruf. Er arbeitet in dem angesagtesten Restaurant in ganz San Myshuno. Seine Kochkünste haben ihm sogar Ruhm eingebracht. Er ist ein sehr bekannter Koch und konnte auch schon in verschiedenen Fernsehshows sein Können zur Show stellen. Seine Freizeit verbringt er mit Sport und Frauen. Er hat viele Liebschaften und weiß sehr gut, wie er die Ladies um den Finger wickeln kann. Die Beziehungen sind jedoch alle recht oberflächlich. Für ihn ist es nur ein Zeitvertreib. Wirkliches Interesse an einer ernsthaften Beziehung hat er nicht. Noch nicht. Isabella lebt auf dem Land in einem kleinen, bescheidenen Haus. In Windenburg, mitten in der Natur. Sie hat nicht viel Geld und lebt von ihrem Erspartem. Nebenbei versucht sie sich als Autorin und verkauft ihre Eier sowie Obst und Gemüse aus dem Garten. Ihr Leben wirkt so unscheinbar und unschuldig. Doch das täuscht. Ihre Einsamkeit treibt sie in die Arme der Männer. Und Frauen. Aufgrund ihrer Vergangenheit hat sie Probleme, sich festzubinden, was dazu führt, dass sie sich ständig neue Männer anlacht. Sie sorgt dafür, dass Beziehungen rein körperlich bleiben. Sobald sich so etwas wie Gefühle anbahnen, blockt sie sofort ab und beendet die Affäre. Auch Freundschaften hat sie deswegen keine. Kann Martin sie retten? Können sie sich gegenseitig retten? Haben die beiden überhaupt eine Chance? Wie lernen die beiden sich am besten kennen? Natürlich auf der Jagd. Das ist das, was beide verbindet. Isabella ist mal wieder unterwegs in einer Disco, wie so oft. Vor einer Woche hat sie diesen jungen Mann kennengelernt. Sie unterhielten sich gut und tanzten miteinander. Mehr ist noch nicht passiert. Und dabei möchte Isabella es auch belassen. Sie hat kein weiteres Interesse an diesem Mann. Doch er sieht es anders. Er glaubt nicht, dass sie sich hier nur zufällig begegnen und findet Isabella höchst interessant. Sie soll sich doch nicht so haben, denkt er. Niemand lässt ihn abblitzen. Er lässt nicht locker und rückt ihr auf die Pelle. Sie gibt ihm abermals zu verstehen, dass sie kein Interesse hat und er sie in Ruhe lassen soll. Zufällig bekommt Martin das Ganze mit. Auch wenn er gerne mit Frauen spielt, Nein heißt Nein, wieso versteht das dieser Kerl nicht? Sein Beschützerinstinkt ist geweckt und Martin hilft Isabella aus der Situation und gibt dem Mann zu verstehen, dass er verschwinden soll. Endlich ist er weg. Isabella ist sehr froh über die Hilfe von Martin. Sie bedankt sich bei ihm und lädt ihn auf einen Drink ein. So, das ist jetzt also die Ausgangssituation und wir befinden uns jetzt hier im Spiel, live und in Farbe und schauen mal, ob wir die beiden verkuppeln können. Ich werde die Haushalte auch immer mal wieder wechseln, weil ich wissen will, wie das auch von seiner Seite aus ist, weil ich glaube, von ihrer Seite aus würde es ganz gut funktionieren. Oh, sie hat jetzt hier richtig schlechte Laune, weil sie ja gerade sich gestritten hat mit dem anderen Typen. Und hier haben wir auch eine, mit der sie angebändelt hat. Die müsste mit ihr eigentlich einen Romantik-
Balken auch haben. Okay, aber wir kümmern uns jetzt hier um Martin Müller und Isabella May. Er hat ihr gerade geholfen, diesen Typen zu vertreiben. Und ja, die quatschen jetzt mal ein bisschen miteinander. Mal gucken, wie die sich verstehen. Vor allem bei mir ist es ja noch ein bisschen schwieriger, weil ich diese Bienchenmods drin habe. Oh oh, er findet sie langweilig. Oh nein. Oh nein, langweiliges Gespräch. Monotone Mix. Oh Gott, hier geht's richtig schlecht. Ja, ich habe diese Mods drin, dass die sich auch... Ja, wie soll ich sagen? Dass sich nicht alle Sims verstehen. Das hängt dann von ihren Merkmalen ab und so. So, sag ihm doch nochmal, danke, dass du mich hier gerettet hast. Wieso kannst du so gut singen, hey? Kennenlernen. Also ich glaube, der erste Eindruck der beiden ist jetzt gar nicht so der beste voneinander. Sie ist total gelangweilt und er auch. Er sieht jetzt auch nicht so begeistert aus. Na, mal gucken. Miss Knautschgesicht ist jetzt tatsächlich umgekippt, weil er ein bisschen berühmt ist. Ja. Mal gucken, ob er ihr ein Autogramm geben würde. Von Naturschwärmen. Was war das? Hat er ihren Witz erzählt? Ich möchte ein Autogramm haben von dir, bitte. Um Autogramm bitten, mal gucken, ob er ja eins gibt. Komm, sei nett. Oh, er gibt dir keins. Ich fasse es nicht. Okay. Es ist auch schon spät, Isabella. Geh mal bitte nach Hause. Es ist schon fast Mittag am nächsten Tag. Und Isabella hat sich an die Arbeit gemacht. Aber der nette Mann von gestern Abend geht ihr nicht mehr aus dem Kopf. Da sie ja sowieso eine Romantikerin ist und gerne den ein oder anderen Sim ins Bett kriegt, ist sie natürlich auch nicht abgeneigt von Martin und sieht darin aber erstmal auch nichts Tiefgründigeres. Trotzdem möchte sie sich gerne nochmal mit ihm treffen und fragt ihn dann nachher, ob er gerne mit ihr essen gehen möchte oder einen Kaffee trinken gehen möchte. Okay, bevor sie Martin fragen kann, kommt noch ihre Affäre vorbei und möchte wohl ein bisschen Spaß. Was ich euch ja noch nicht gesagt habe, dass der Martin auch eine Freundin hat. Also da ist noch ein kleines Hindernis, was ich euch oder was ich denen in den Weg gestellt habe. Sie sagt jetzt zu ihm, hör mal, ich wollte dir noch Danke sagen, dass du mich gestern vor diesem komischen Kerl gerettet hast. Alleine wäre ich da nicht rausgekommen, vielen Dank. Und sie mag seine blauen Augen. Bleibst du sitzen. Deswegen versucht sie es mal mit ein bisschen Humor. Erzählt ihnen mal ein paar Witze und die sind auch schon befreundet, so wie ich das sehe. Ein Freund, sehr gut. Nancy, du störst. Okay, und weil sie doch mehr Interesse an ihm hat und die ja beide so drauf sind, wird sie ihn mal fragen, ob er Single ist. Und er wird ihr sagen, nein, ich habe eine Freundin. Und trotzdem wird sie ihn dann ein bisschen anflirten. Ja, er hat nämlich eine Freundin und trotzdem wird er auf diese Flirtversuche eingehen, natürlich. So ist er nämlich, er ist sowieso sprunghaft. Ich gehe mit jemandem. Er sagt noch nicht mal mit wem. Und ja, das kommt, weil er Milchprodukte gegessen hat. Davon hat mich ja schon erzählt, dass er dann immer Verdauungsprobleme hat. Sie wird ihn fragen, ob er noch mit ihr nach Hause kommt. Das ist schlimm, dass er die ganze Zeit furzt. Genau. Kommst du noch mit mir nach Hause? Ich möchte dir meine Hühner zeigen oder meinen tollen Hof. So viel steht fest. Vielleicht haben wir sogar hier so ein Merkmal, so ein Attraktivitätsdingens, Bummens. Als sehr attraktiv empfunden. Seht ihr, sie findet ihn sehr attraktiv. Und er kommt jetzt noch mit nach Hause.
Wie soll es bei den beiden auch anders kommen? Natürlich haben sie ein Techtelmechtel zusammen. Wir sind jetzt mal zu ihm rüber gewechselt, um uns mal die Situation aus seiner Sicht anzugucken. Er ist verknallt. Er ist tatsächlich verknallt in sie. Oh je, süß. Okay, als äußerst attraktiv empfunden. Die finden sich super attraktiv und er ist in sie verknallt. Das ist sehr gut. Er hat allerdings noch eine Freundin. Das ist die hier. Mit ihr ist er auf jeden Fall zusammen. Die steht da noch ein bisschen im Weg, was das Glück dieser beiden hier, dieser zwei Sims hier anbelangt. Aber wir werden sehen, wo uns die Geschichte hintreibt. Er würde jetzt gerne noch ein bisschen mit ihr plaudern, aber sie zockt lieber. Sie hat da nicht so viel Interesse und ich glaube, sie möchte eigentlich, dass er gerade geht. Das lässt er sich natürlich nicht zweimal sagen. Deswegen wird er jetzt auch nach Hause gehen. Martin ist jetzt zu Hause angekommen und hat sich gleich erstmal daran gemacht, ein bisschen Sport zu machen, denn er ist ein bisschen durcheinander. Er merkt, dass er sich in Isabella verknallt hat und kann mit diesem Gefühl erstmal gar nichts anfangen und gar nicht damit umgehen. Deswegen lenkt er sich ein bisschen mit Musik und Sport ab und hofft, dass dieses Gefühl einfach wieder vergeht. Er fühlt sich so einsam in seiner Riesenwohnung hier. Und beschließt einfach, Isabella nochmal anzurufen und sie zu sich einzuladen und zu schauen, ob sie kommt. Oh, wie er sich freut, als er merkt, dass Isabella vor der Tür steht. Komm rein. Er wird dir erstmal einen Drink anbieten. Isabella, was ist das für ein Blick? In ihrer Gegenwart fühlt er sich so unbeschwert und er hat das Gefühl, er kann ihr alles erzählen. Es gab auch noch nie eine Frau, mit der er zusammen gezockt hat. Isabella ist für ihn schon etwas ganz Besonderes. Für Isabella ist das alles auch ganz neu. Sie fühlt sich irgendwie sehr zu Martin hingezogen und hat das Gefühl, sich ihm gegenüber öffnen zu können. Beide haben auch das Gefühl, einfach auf einer Wellenlänge zu sein und irgendwie viele Gemeinsamkeiten zu haben, auch wenn sie sich noch gar nicht so gut kennen. Aber das führt dazu, dass sie sich einfach leichter dem anderen öffnen können. Und die beiden kochen zusammen. Martin hat noch nie mit einer anderen Frau zusammen gekocht. Er hat ja auch noch nie mit einer anderen Frau zusammen gezockt oder sich so gut unterhalten. Und ja, ihm gefällt das Ganze. Er ist total verknallt und er versteht diese Gefühle auch noch gar nicht. Aber er findet's gut. Isabella musste leider schon wieder gehen. Und Martin ist schon wieder alleine zu Hause. Und wir sind ganz gespannt, wie es mit den beiden weitergeht. Martin musste Isabella unbedingt wiedersehen. Er möchte mit ihr eine Schneeballschlacht machen und auf ein Date gehen. Und das werden die beiden auch machen. Die können hier eine Schneeballschlacht machen, ein bisschen Zeit im Schnee verbringen und dann werden sie noch ein richtig romantisches Date miteinander verbringen. Und wie dann die Zukunft der beiden aussehen mag, darauf haben wir dann keinen Einfluss mehr. Ich bin der Meinung, dass er sich ausgetobt hat. Ich habe ihn hier so weit wie möglich gebracht. Also ich hätte es noch zu Ende spielen können, aber es dauert und dauert. Er bräuchte dann noch 8 Freundinnen und so in der letzten Stufe. Deswegen würde ich einfach sagen, er hat sich ausgetobt. Er hatte seinen Spaß mit ganz vielen Frauen. Und er hat sich in Isabella verliebt. Und sie hat es bisher auch ganz gut erwidert. Und ich denke, dass sie mit ihm auch jemanden an seiner Seite hat, der sie gut verstehen kann. Er ist bindungsphobisch, was sie wiederum auch gut verstehen kann oder worauf sie vielleicht auch gut eingehen kann. Und ja, ich denke, die beiden, die werden schon zueinander finden. Ob es dann ein Leben lang hält, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall können wir sehen, dass die beiden wirklich mal viel Spaß miteinander haben und eben nicht nur auf der sexuellen Ebene, sondern auch auf einer freundschaftlichen Ebene, dass sie wirklich eine solide Beziehung miteinander aufbauen, was beide eben vorher nie gehabt haben und noch nie gemacht haben.
Er wird sie jetzt noch fragen, ob sie seine Freundin werden möchte. Obwohl er schon eine hat. Aber mit der muss er dann Schluss machen. Weil er einfach eine gefunden hat, die perfekt zu ihm passt. Und sie hat scheinbar Ja gesagt. Final führt er jetzt seine neue Freundin zum Essen aus. Und dann schicken wir die beiden in eine hoffentlich sehr rosige gemeinsame Zukunft. Und ja, ich wünsche den beiden auf jeden Fall alles Gute. Und ich hoffe, dass alles gut gehen wird, aber das liegt nicht mehr in unserer Hand. Okay, wir haben jetzt hier den Beweis. Freut mich, dass sich meine Lama-Witze nicht langweilen. Ich habe das Gefühl, du verstehst mich einfach. Ja, also ich denke, die verstehen sich wirklich ganz gut. Am Ende haben sie sich also aufgrund ihrer Gemeinsamkeiten gefunden, beziehungsweise zueinander gefunden und in eine Beziehung gefunden. Ich wünsche damit allen einen schönen Valentinstag und lasst euch schön verwöhnen. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Habt einen schönen Valentinstag und auch so eine schöne Zeit. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und schaut auch bei den anderen gerne vorbei. Ich verabschiede mich dann hier. Bis zum nächsten Mal. Ciao.